Beim Vermögensaufbau setzen viele Deutsche auf Immobilien, das Sparbuch, Lebensversicherung oder auch das Festgeldkonto. Aktien oder auch Fonds spielen meist nur eine untergeordnete Rolle. Mit Blick auf die Börsenentwicklung der vergangenen Jahre ging so jede Menge Rendite für Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung verloren. Fragen dazu jetzt an Enrico Ritter, er ist Geschäftsführer von der Honorarberater in Leipzig. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in Frankfurt. Ja, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Deutschen so zögerlich sind beim Thema Aktien? Naja, es gibt ja auch so den Begriff der German Angst, ja, das ist ja wie der Kindergarten, was man so weltweit kennt. Und da ist die Situation einfach, dass es vielleicht charakterlich bedingt, historisch bedingt, dass die Deutschen einfach ihren lieben Zins gewohnt sind, ihre Überschussbeteiligung bei der Kapitallebensversicherung. Und der Punkt ist jetzt einfach, es gibt es halt nicht mehr. Und das merken die Leute jetzt nach 10, 15 Jahren, wenn die in ihren Kapitallebensversicherung einfach ihr Geld nicht drin ist, dann müssen sie jetzt überlegen, was mache ich denn jetzt? Und da spielt die Aktie natürlich eine ganz große Rolle, beziehungsweise die direkte Aktienbeteiligung ist meist nicht der richtige Einstieg, sondern eher über Fonds. Und da die Leute langsam ranzuführen. Und es ist auch ein Bildungsproblem, glaube ich. Es ist ja einfach so die Bildungslücke, was mache ich denn mit Geld, wie funktioniert das alles, einfach in der Schule komplett zu kurz kommt und natürlich auch in verschiedenen Studiengängen keine Rolle spielt. Jetzt sind wir auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Hier werden Aktien gehandelt. Jetzt dürfen Sie mal richtig die Werbetrommel rühren. Was sind die Vorzüge der Aktie? Ja, die Vorzüge der Aktie ist einfach, dass jeder verstehen muss, dass er ganz, ganz viel Dinge tagtäglich nutzt, die von einer Aktiengesellschaft hergestellt werden. Die Autos, die Kosmetikartikel, Möbel, alles, was einen so umgibt. Und man trägt selber ja dazu bei, dass die Firma immer wertvoller wird. Man kauft die neuesten Artikel, wirft auch schnell mal was weg und kauft wieder was Neues, auch mittlerweile in Mode gekommen. Und da halt zu verstehen, ist es ja nicht schlimm, den Artikel zu verwenden und gleichzeitig an der Firmenentwicklung zu profitieren und einfach dann sich zu beteiligen an dem Erfolg der Firma. Also das ist, glaube ich, so der Grundgedanke, den man in die Menschen rantragen muss, um überhaupt zu verstehen, dass das, dieser German Angst in dem Zusammenhang langfristig gesehen gar keine Rolle spielt. Sie legen dabei sehr, sehr viel Wert auch auf eine ethisch nachhaltige Geldanlage. Was hat es damit auf sich? Na, ich war jetzt 2 Tage hier auf einer Konferenzmesse in Frankfurt, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veranstaltet, also sehr neutral, wo umfassende Informationen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, aber auch von Produktanbietern zur Verfügung gestellt wurden. Und da ich selber auch immer mir Gedanken mache, natürlich, wenn ich höre, dass im März schon das CO2 verbraucht ist, was man hätte eigentlich nur verbrauchen dürfen aufgrund von einem Pariser Abkommen, dass wir im Juli wahrscheinlich dieses Jahr erstmalig schon alle Rohstoffe verbraucht haben, die wir quasi nachhaltig verbrauchen hätten dürfen, um für unsere Kinder noch was übrig zu lassen. Und dieses Bewusstsein merke ich, allerdings muss ich es ansprechen oft, ist bei den Kunden sehr, sehr verbreitet, zu sagen, denen geht es meistens um Kinderarbeit und Waffenhandel etc., aber auch das Thema Nachhaltigkeit stehen so viele Herausforderungen vor der Tür, die nicht mehr aufschiebbar sind und deswegen ganz einfach eine Anlage bedürfen. Und da geht es einfach gut um gemanagte Fonds, die es sehr gut gibt. Es gibt aber auch ETF-Lösungen, wo man sehr, sehr gut weltweit in nachhaltige Investments investieren kann und da einfach die Leute drauf zu sensibilisieren. Und ich merke, dass man da quasi so ein bisschen offene Türen einrennt. Und dabei geht es natürlich auch um eine langfristige Anlage. Je früher man anfängt, desto besser, höre ich immer wieder. Was ist in dem Zusammenhang von sogenannten Aktien- und Fonds-Sparplänen zu halten? Ja, das ist aus meiner Sicht momentan die einzig logische Konsequenz, das zu machen. Und die Menschen müssen halt verstehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Sparplan, also wo ich monatlich anfange, über Jahre hinweg Geld in Investmentsparpläne anzulegen, oder das, was viele halt machen, die legen halt mal ein paar Euro in eine Einzelaktie und sagen, oh, ist schiefgegangen. Das hat mit einem Spareffekt langfristig überhaupt nichts zu tun, weil sie halt regelmäßig Geld ansparen. Sie nutzen alle Kurse oben, unten, zahlen monatlich regelmäßig ein, haben dadurch eine Durchschnittsbildung. Und durch die Durchschnittsbildung wird halt sehr, sehr gut Altersvorsorge betrieben, aber da muss man halt die eine oder andere Krise mal durchstehen. Die will man eigentlich auch im Sparprozess, um günstig einkaufen zu können. Macht man ja auch im Privaten gern, günstig einkaufen. Wie hat sich denn das Sparverhalten Ihrer Kunden hin zur Investmentanlage in den vergangenen Jahren entwickelt? Vielleicht auch durch Ihre Unterstützung, durch Ihre Argumentation? Ja, das Verhalten hat sich, man muss die Angst ein bisschen nehmen, auch von Leuten, die gut informiert zu uns kommen, was so ein bisschen Voraussetzung ist für die Honorarberatung, dass sich jemand schon mit dem Thema Anlage grundsätzlich beschäftigt hat. Und das denen einfach ein bisschen auf den Weg mitgeben, dass diese Angst ein einer Punkt ist, aber dass, wenn man es gut strategisch ansetzt und einfach die Hebel und die Mechanismen der Anlage nutzt, dass das überhaupt mit Risiko langfristig, klar, muss man immer gucken, ne, muss für den Kunden schon passen, aber dass das einfach einen Rieseneffekt gibt. Und dass da einfach dann die Kunden ranzutragen,
sagen. Es wird leichter, muss ich sagen, weil einfach der Druck von der Zinsseite so groß ist, dass einfach die Hoffnungslosigkeit, eine Kapitallebensversicherung mit 0,9% garantierten Zins abzuschließen, plus hohe Kosten. Ich bin ja da schon weit unter Inflationsniveau, abzüglich Kosten noch. Also, dass sich das nicht rechnet, ist mittlerweile jedem klar. Aber dann den Mut zu geben, Stück für Stück in den Investmentbereich reinzugehen, das ist so meine Hauptaufgabe tagtäglich. Abschließend, Herr Ritter, worauf wird es künftig bei der Finanzberatung aus Ihrer Sicht ankommen? Auf die Finanzberatung kommt es darauf an, die Leute weiter in die Richtung zu bringen, aus meiner Sicht, weil das langfristig der einzige Effekt ist, der den wirklich die Rentenlücke schließt. Aus der Zinsseite ist nichts zu erwarten, gesetzgeberseitig gut, es gibt viele Versprechungen, allein die Pension der Beamten weiß keiner so richtig, wer die irgendwann mal finanzieren soll, aber ist jetzt erstmal wieder Wahl rum, jetzt müssen wir was leisten. Der Punkt ist einfach, dass die Leute verstehen müssen, dass sie selber am Zug sind und sich nicht weiterhin auf Dritte verlassen können, also auf den Zins, was ja auch bloß ein Versprechen der Gegenpartei ist, wo man nicht weiß, ob die das irgendwann mal einlöst. Einfach selber sich zu beteiligen, aktiv in Sachwerte zu haben. Immobilien ist ja jetzt ganz groß im Trend, ist auch ein Sachwert, ja, wo ich auch, der wird halt nicht tagtäglich gehandelt und ich sehe den Wert, aber in Aktien, in einen Fondssparplan zu investieren, da wird täglich gehandelt, aber mit dem Bewusstsein, das zu nutzen, das ist meine Hauptaufgabe für die Zukunft. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Enrico Ritter war das Honorarberater aus Leipzig hier zu Gast in Frankfurt. Herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne.